Aber den Besitzer des PDAs hatten wir jetzt hier namentlich nirgendwo, oder? Irgendwie vielleicht in dem Haufen? Michael Manuel Angelo de Veres. Taktischer Offizier, persönlicher Datentag 4153, Sicherheitsstufe 2, der hat nicht mal Blutgruppe. Der hat keine Blutgruppe. Steve McCammon. Die Körper, nein. Edward, nö. Sergey. Nö. Also, wie hieß sie? Ich habe ihren Namen vergessen. Entschuldigung. Also weder die Stacy noch den Neville finden wir hier. Wo sind die denn? Naja, außer sie liegen halt tatsächlich in irgendeinem von diesen Häufchen hier, ne? Das könnte natürlich sein. Neonschild. Der Name des Clubs strahlt in grellen Neon. Das UV-Licht tanzt durch den Raum. TV-Bildschirme. Unzählige schweigende Videobildschirme. Okay, dann wieder runter. Ich denke, hier waren wir vor allem wegen dem Billardkö. Für was auch immer ich den brauche. Aber gut, dass wir ihn einfach mitgenommen haben. Ben, nein, Remy, André Borgen, Geheim, Kane Corporation, persönliches Datentag 7901, Blutgruppe Blut, Sicherheitsstufe Geheim. Wieso liegen hier ein Haufen Leute, deren Gesicherheitsstufe geheim ist? Gesicherheitsstufe, genau, Sicherheitsstufe geheim ist. Brandon Brown, Geheim, persönliches Datentag 7919, Blutgruppe 0, Sicherheitsstufe geheim. Haben wir echt die Spritze noch? Nö, ne? Nö. Gut, dann müssen wir schon mal von. Können wir von denen. Gut, können wir eh nicht. Das sind nur noch Skelette. Also können wir auch gar keine Blutgruppe nehmen. Aber Tammy haben wir jetzt hier auch nicht gefunden. Bisher. Mal gucken. Na komm. Ventile ab. Was? Ablassventile säumen den Gehsteig in geraden Reihen. Jedes einzelne ist abgewetzt. Pumpenstation-Diagramm. Ein Diagramm der Pumpenstation nimmt einen Teil, Großteil des Raums ein. Nee, nicht wirklich. Gedrucktes ist vom Stromausfall nicht betroffen und bewahrt somit seine volle Wirkung. Okay, keine Ahnung, was der mir jetzt damit sagen wollte. Es ist hier so dunkel. Da ist irgendwas. Da ist herunterhängende Laterne. Für mich ist alles nur schwarz. Entlang der Passagen hängen Lichterpaare, die wie müde Augen starren. War das Jupiter? Jupiter! Goddamn Hey, Kitty, Kitty, Kitty. Eine räudige Katze schnurrt trotz ihrer aussichtslosen Lage sorglos vor sich hin. Hey, Kitty, 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 Kitty. Komm her, komm her. I won't hurt you. Oh, ich habe irgendwie die Befürchtung, dass sie gefressen wird. I can't believe that just happened. Bitte.
Ach, jetzt sehe ich die. Das war damit gemeint. Oh, die hat ja so lange überlebt und jetzt kommen wir und jetzt ist sie tot. Oh. Jetzt auch sind wir hier oben. Schön. Yay. Zane, Adam, Zane war doch derjenige, der Stacy getragen hat, ne? 19. Mai, Grant bringt jeden Tag seine arme kleine Katze mit in die Fabrik. Ich schwöre bei Gott, sie stirbt noch an Methanvergiftung. 4. Juni, ich habe mir den Knöchel verknackst. Der Doc sagt, ich darf ihn ein paar Tage lang nicht belasten. Ich hoffe, Grant springt für mich ein. Nein, was lese ich denn da? Ich hab da schon wieder... Grant, was? Ich hoffe, Grant für mich einspringen. Ich gelernt Grammatik bei Yoda habe. Dann war das doch eher so, wie ich es gelesen habe, richtiger. Also wie ich es zusammen fantasiert habe. 31. Oktober. Oh, Halloween. Ein paar von diesen Idioten denken, dass dieser Pilz, der sich in der Groom Lake verbreitet, von Aliens verursacht wurde. Dieser Ort ist widerlich. Kein Wunder, dass sich hier der Schimmel ausbreitet. 25. Dezember. Ein paar Jungs haben versucht, Bahnstation B zu reparieren. Ich wollte mitgehen und helfen, aber ich habe keine Ahnung von Zügen, Bahnen oder Stationen. Auf jeden Fall sind sie bisher nicht zurückgekommen. Deshalb sind alle mehr als nur ein bisschen besorgt. 28. Dezember. Die Typen im Schlafblock B sind total am Arsch. Ich bin einigermaßen sicher, dass wir die Nächsten sind. Stacy hat es fast nicht reingeschafft. Das arme Mädchen ist zu jung für das hier. Das ist mal ein abgefahrener Gedanke. Wer ist schon alt genug für das hier? Wer kommt in seinem Leben an einen Punkt, Wer kommt in seinem Leben an einen Punkt, an dem er bereit ist, sich von Gott weiß, was in Stücke reißen zu lassen. Ich glaube, dafür gibt es kein richtiges Alter. Wir kriegen mal ein anderes Ladebildschirmbild. Das ist doch nett. Mir tut der Hals weh. Nehme auch, glaube ich, irgendwie schon 4 Stunden oder länger auf. Abwasser. Chemische, biologische Abfälle aus dem gesamten Schiff sind hier in der Pumpenstation gelandet und haben einen widerlichen Abwassersumpf gebildet. Der Gestank ist so abartig, dass er deine Nase zu zerfressen scheint. Dass der noch nicht wieder kotzt, aber vermutlich liegt es wirklich da. Oh nein, ich muss hier rein? Aber vielleicht muss ich es erst abpumpen. Das ist der Elevator zum Annex. Kannst du es klimmen? It's just the shaft. I can't see an entrance. Muss ich hier die Ablassventile? Muss ich da was? Ach, du Schande. Wo weiß ich denn? Oh, da war doch was mit der Pumpstation. Ich muss noch mal zurück. Oh, Jupiter, das tut mir voll leid. Das arme Ding. Da weißt du, überall Leichen und zerstückelte Gedärme und alles. Aber die Katzen, oh, das tut mir so leid. Ich bin auch ein bisschen, es tut mir echt leid. Aber es ist einfach, in Spielen hat man es eben häufiger, in Horrorspielen, dass eben Menschen zerstückelt und keine Ahnung was werden. Und bei Tieren ist das eher so, na, das kommt ja so selten vor. Und dann so, oh, das arme Ding. Okay, ich male mir jetzt das hier einfach mal geschwind ab. Aber vielleicht nicht gerade auf dem Touchpad. Gut, das ist ein volles Bassin, das ist ein leeres Bassin. Von dem vollen gehen die Dinger hier ab. Dann haben wir... einmal hoch. Runter. Runter. Links. Rechts.
links. Ich geh jetzt nur, ich nehme jetzt nur die obere. Die Oberriege, weil die untere sieht man ja kaum. Und außerdem ist nur die obere mit auch Lichtstrahlen verbunden. Okay, gucken wir mal, ob das das ist, was ich denke, dass es ist. Vielleicht müssen wir das Bassin hier leeren und ein anderes Bassin füllen, damit wir da runter können. Ich glaube nicht, dass wir in die Suppe da rein müssen. Ich hoffe es zumindest nicht, vor allem, weil hier Chemie und biologische Abfälle drin sind. Okay, nochmal. Gucken wir mal. Also machen wir es mal hoch. Runter, runter. Da. Das bleibt. Und so. Nicht richtig. Oder war es doch das andere? Was ich mir jetzt aufgeschrieben habe zum Befüllen des Bassins und ich muss mir das aufschreiben zum Leeren des Bassins. Ist es dann vielleicht genau das Gegenteil? Da gucke ich jetzt gerade mal. Es ist dann vielleicht genau das Gegenteil von dem, was da angezeigt wird. Okay. Probieren wir das einfach mal. Also ich muss sagen, bisher finde ich die Rätsel mal nicht so schwer. Gut, ich hoffe, wir kommen aber nochmal dahin mit dem... mit diesem Kontrollraum, mit dem Bewegungsmelder. Gut, also machen wir es halt gerade andersrum. Okay. Rohrgriff. Freiliegende, kaputte Rohre stechen aus dem Boden hervor. Ein leises Zischen verrät, dass entflammbares Methan aus dem industriellen Gefängnis austritt. Tim, methane is explosive, right? Highly. Why would there be methane tanks under the crew quarters? Kane doesn't care about safety. They're driven by profit. Metallwolken steigen von dem aufgerissenen Tank empor und füllen den gesamten Raum. Fahrstuhlschacht. Ein großer, röhrenförmiger Fahrstuhlschacht befindet sich in der Ecke des Raums. Okay, wir können jetzt hier runter. Großes Abflussrohr. Dieser riesige Schacht ist dafür da, um die angesammelten Abwasser aus der Kammer zu spülen. Das Rohr wurde aus unheimlich widerstandsfähigem Material gefertigt, um selbst Korrosion durch ätzende Flüssigkeiten und Chemikalien standzuhalten. Methangas wirbelt im Boden des rostigen Tanks herum. Was habe ich eigentlich noch an Sachen? Ich habe einen Kühl. Na, Hauptsache, ich habe meinen Kühl. Was mache ich jetzt? Ah, ich kann hier was greifen.
since all of this happened. Shouldn't there be a rescue mission on the way? This is a deep space vessel. It can operate indefinitely. If it wasn't for the psychological effects of deep space travel, she wouldn't even need a new crew. So nobody's looking for us? No, and even if they were, there's no way for them to find us. 3 months is a long time adrift. Okay, wir treiben im All. Nah, that's ridiculous. Nah. Aber das Ding macht er nicht zu. Was genau hat das denn jetzt? Ich meine, es ist jetzt schön, dass wir hier runterkommen. Jetzt haben wir halt einen Haufen freiliegendes Methan. Das ist natürlich super. Bisher finde ich Rätsel jetzt nicht so schwer. Bloß manchmal fällt es mir nicht so leicht, es zu verstehen, was ich jetzt eigentlich danach machen soll, wenn ich etwas gelöst habe. Verwitterter Fahrstuhlschacht. Das Rohr wurde aus unheimlich widerstandsfähigem Material gefertigt, um selbst Korrosion durch ätzende Flüssigkeiten in Stand zu halten. This isn't going to work. Die KI dann aber auch nicht die Leiter hochgeht. Hat denn noch irgendwas geändert? Brauche ich diesen fucking Kö? Und wofür brauche ich einen Projektor mit einer nackt tanzenden Dame? Ah, den könnte ich für den Bewegungsmelder brauchen. Dann kommen wir da irgendwie wieder hin. Ich weiß nur nicht wie. Hier runter. Aber ein Hologramm für einen Bewegungsmelder? Das funktioniert? No, that's ridiculous.
Okay. That's just crazy. No, crazy. Da sagt er mir, was er beim Billard Kö kriege ich irgendwie keine Rückmeldung, wie dumm das doch wäre. Der Methantank wurde scheinbar komplett entleert. Ich komme da nicht rein, ich komme da nicht rein. Was soll ich denn jetzt machen, liebes Spiel? Hilf mir doch mal ein bisschen. Leiter. Leiter. Oh, benutzt doch wieder die Leiter. Also die Steuerung, ne? Manchmal. Aber hier kann ich jetzt wirklich nichts mehr machen. Ich kann es auch den Tank nicht einfach wieder voll machen. Ich kann da nicht, ich kann nur das hier einstellen. Irgendwas nicht mitgenommen, aber eigentlich wird mir ja angezeigt. Mehr oder weniger, was ich mitnehmen kann. Gut, Methangas ist explosiv. Das weiß ich ja jetzt. Maybe. No. No, that won't work. Ohne Lampen. Irgendwas vergessen. Er kommt da nicht raus. Tank. Den anbohren. Nee. Läuft einfach dran vorbei, auch gut. Hm. Hier leuchtet auch nirgends was. Bin ja froh, dass alles so ein bisschen blinkt und leuchtet, was wir, womit wir interagieren können. Ich werde mal kurz eine Haribo-Eule essen.
Kann ich mit dem Köder irgendwas machen? Oh! Ein Feuerzeug. Ah.